ja, jetzt. Hallo, ich bin der Hubert Feller. Wir wohnen in Hammelburg in Dibach. Wir wollen gerne unsere Gatten machen von euch, aber bei uns gibt es lauter Konflikte. Die Frau Feller, die will nicht so, wie wir zwei wollen. Es gibt halt verschiedene Sachen. Wir haben hier einige Baustellen, Muttergottes, Fahnenmast, die Häuschen, die Rondelle, der Christbaum, das passt alles nicht so zu uns. Ich bin 41 Jahre, das hier ist mein Freund. Ich bin der Matthias, ich bin 25 Jahre. Wir wollen gerne einen Pool haben. Die Frau Feller traut uns das Ganze mit dem Pool auch nicht so wirklich zu und besteht auf ihre Mutter Gottes und auf ihren Fahnenmasten. Das passt überhaupt nicht hier zu uns und zu dem ganzen Konzept, was wir uns vorstellen. Und deswegen gibt es grundsätzlich bei jeder Familienfeier, bei sämtlichen Zusammentreffen einfach nur Krach. Wir haben uns noch einen Garten, ein achteckiges Gartenhäuschen da unten haben wir uns gekauft und das müsste auch noch mit eingebunden werden. Das ist ein weißes, schön hart verglast. Und das soll eigentlich richtig schön werden. Wir wollen ein bisschen Liegefläche haben. Einfach hier oben im Pool, vorne einfach ein bisschen grün und ein paar Palmen. Wir möchten ein bisschen so einen karibischen Stil, weil uns das ganz gefällt. Wir hatten letztes Jahr zwei super schöne große Palmen gehabt mit 2,80 Meter. Sind alle erfroren. Dann hatten wir noch 5 kleine gehabt. Die sind leider auch alle erfroren. Jetzt haben wir uns welche in Kübel gekauft und ich hoffe, dass es jetzt, dass wir die im Winter dann durchbringen, weil wir sie dann reinstellen. So, und das ist meine Mutter, die Frau Feller. Ich bin die Mutter von Hubert, bin 70 Jahre alt und habe natürlich was dagegen, was er machen will. Da mein Mann den Fahnenmast so gern gehabt hatte, bevor er gestorben ist, und die Mutter Gottes hat er auch hier hinbauen lassen. Und da gibt es halt immer ein bisschen Ärger und Zwist in der Familie. Und wir wollen sie halt einfach umsetzen lassen, die Mutter Gottes hinten in einen Garten, dass man hier einen schönen Grund. Vielleicht gerade, dass wir oben runter vielleicht so eine kleine Wendel drin oder sowas machen. Und dann passt das halt alles nicht so. Es muss einfach irgendwie einen Stil haben, weil wir haben hier 20 verschiedene Stils hier im Garten. Die Blumen genauso von der Frau Feller, die gefallen mir auch nicht und sie liebt sie halt. Das sind halt 30 Jahre Unterschied, wo aufeinandertreffen. Ja, da gibt es immer ein bisschen Krach bei uns. Da ist immer ein bisschen was los in der Familie. So, hierhin wollen wir den Pool haben. Die Rondelle sollen weg. Hier, das sind unsere alten Palmen. Die sind halt komplett eingegangen. Das ist halt das Baffe. Hier hatten wir einen Bananenbaum, der war 2 Meter, 2,50 Meter. Und jetzt sind nur noch junge Triebe nachgewachsen. Das ist alles erfroren. Hier unser Bananenstock. Ist halt auch alles kaputt. Hier die Rondelle, da hat man auch überall eine schöne Banane. Ist halt auch alles kaputt gegangen. Und es ist halt alles alt. Und dieser Fahnenmast, der muss weg. Den finde ich fürchterlich. Hier ringsrum möchten wir gerne, dass zu ist, weil hier eine befahrene Straße ist. Und das möchten wir einfach zu haben. Das irgendwie mit Büschen, aber irgendwas, wo nicht so ausschaut wie da drüben, wie bei unserem Nachbar. Das sieht aus wie bei den Hottentottens. Ja, da wird nichts gemacht und sieht aus wie Wies. Und das ganze Unkraut fliegt immer rüber zu uns. Schauen Sie mal, wie es ausschaut. Hier der Tannenbaum, den möchten wir auch weg haben. Und die Rondelle. Und hier oben möchten wir gern längs das Schwimmbad haben. Und hier möchten wir gern das achteckige, den Babillon möchten wir da gern haben. Der soll da schön hingestellt werden. Im Herbst will ich dann das Haus auch noch streichen lassen. Und es sieht halt alles schon sehr kaputt verlebt aus. Ich habe das Haus vor 5 Jahren überschrieben bekommen, habe es von meinen Eltern geerbt. Und jetzt stehe ich hier mit meinem Baustellen und mit den hässlichen Blumen. Die Palmen, wir möchten dann gerne so ein bisschen Palmen und einfach, wir möchten sie einfach schön haben. Hier das Gras ist auch alles schon kaputt, sind lauter Löcher und Unkraut und da, das setzt sich auch alles komplett. Wir kommen aber nicht allein klar, weil wir kennen uns beide nicht so im Garten aus, deswegen brauchen wir eigentlich eure Hilfe. Das wäre ganz schön, wenn wir eure Hilfe hätten.